Das Luschniki-Stadion in Moskau. Hier will die deutsche Nationalmannschaft am 15. Juli 2018 im Finale der WM in Russland ihre Titelverteidigung perfekt machen. Am Finalort ertönt in einem Jahr auch der allererste Anpfiff der WM. Bundestrainer Joachim Löw schaut dem Turnier mit einem guten Gefühl entgegen. Was ich bislang kennengelernt habe von Russland, das ist absolut, das ist ein sehr, sehr positives Bild von den Menschen, die da leben, von den Leuten. Ich finde, es ist ein sehr fußballbegeistertes Land, natürlich auch mit viel Kultur, mit Geschichte. Aber wir sind also wirklich, unsere Delegation sind wirklich immer sehr, sehr freundlich empfangen worden. Generell ist die Vorfreude jedoch eher getrübt. Menschenrechte, Sklavenarbeit, Hooligans, Terror, Rassismus, Korruption und Kosten. Die Liste der Problemmeldungen ist lang. Über dem gigantischen Prestigeobjekt im Reich von Wladimir Putin liegen dunkle Schatten. Wir sind immer glücklich, Besucher zu haben, und wir versprechen, eine große Feier in Russland zu organisieren, die in die Geschichte des Sports und des Fußballs eingehen wird. Doch die weltweite Skepsis ist groß. Ein Grund sind die explodierenden Kosten, unter anderem für die millionenschweren Stadienbauprojekte wie hier in Sotschi. Der offiziell auf 10 Milliarden Euro veranschlagte WM-Etat soll längst aus dem Ruder gelaufen und unter der Hand aufs Dreifache, auf rund 30 Milliarden Euro angestiegen sein. Die WM in Brasilien kostete nicht einmal halb so viel. Die Organisatoren in Russland wiegeln ab. Unser größtes Problem während der Vorbereitungen auf den Confed Cup und die Weltmeisterschaft sind die ständigen Gerüchte, mit denen wir überrascht werden und die wir unentwegt erklären müssen. Ein weiteres Problemfeld bleibt die Sicherheit. Einheimische Schlägertrupps sorgen immer noch regelmäßig für Negativschlagzeilen, so wie hier Anfang Mai in Moskau. Und auch die hässlichen Gewaltexzesse russischer Hooligans bei der EM 2016 in Frankreich sind noch gut im Gedächtnis. Bei der EM 2016 konntest du in Marseille alles tun, was du wolltest. Die Polizei war nicht da und hat nicht reagiert. Aber in Russland wird im Juni 2017 und 2018 nicht mal eine Fliege einfach so durchrutschen. Es wird unmöglich sein, aus der Reihe zu fallen. Das wird ein absolut freundliches und friedliches Event werden. Ein Jahr vor dem Start bleiben Zweifel, ob die WM 2018 in Russland wirklich eine einzige große und friedliche Feier wird. Der Confed Cup in diesem Sommer wird erste Hinweise liefern und ist wahrlich eine Generalprobe für die russischen Verantwortlichen.